Natürlich werden hier wieder 30 Millionen Gegner sein. Ja, du bist der Nächste. Hast du... Kann man so zur Seite sneaken? Töte ihn! Ohne Mist, er steht genau vor dir. Alter. Ich lade das mal nach. Nick, du regelst das. Wie dachtest du denn, dass das läuft? Hier sieht gegen diese scheiß Plattengeländer. Warum haben alle hier einen Raketenwerfer? Ich versteh's nicht. Warum hat er es überlebt? Ich versteh's nicht. Nick, jetzt mach doch mal was für dein Geld. Ja, ich bin auch ganz hart. Du nicht, du bist gleich tot. Ist er? Bürotür öffnen? Das ist also eine Bürotür. Nick, bist du eigentlich total im Sack? Warum stehst denn du im Feuer? Oh. Manchmal frage ich mich auch, ne? KI ist jetzt nicht von Glück gesegnet, aber so blöd kann man doch nicht sein. Warum liegt hier ein Kopf? Einfach mal so. Huch. Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Ja, toll. Wieder hätte ich einfach durch diese Scheißtür sneaken sollen, um die Bots aufzu... Ah, jetzt. Soll ich dieses Terminal für dich knacken? Jo, mach mal. Hey. Der Plan aus. Zu gut geschützt. Hier drüben. Na klar doch. Was ist hinter dieser Tür? Stuff. Was ist hinter dieser Tür? Noch mehr Stuff. Eins after dem anderen. Das schaffe ich nicht zu hacken. Nick. Hey, rede weiter. Kannst du das Terminal entsperren? Achso, ich habe ihn einfach nur dahin geschickt. Ich bin auch ein ganz schöner Troll. Gut, dass wir einen Hacker dabei haben. Vielleicht hat ihm noch... Schlecht, wie sie diesen hier gesperrt haben. Wenn ich schneller. Ich war mir sicher, dass das funktionieren würde. Ich hab's. Turmsteuerung. Aktivieren. Natürlich wollen wir es nicht aktivieren. Wir aktivieren mal die Protektoren. Und zwar Rechtsvollzug. Und wir aktivieren die Einheiten. Aktivierung Protektron zu Diensten. Der eine hat einen Schocker. Übelst geil. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon alles tot gemacht haben. Alter, warum habe ich jetzt gerade Nebenwirkungen oder was? Ich trage zu viel und kann nicht rennen. Das ist doch nicht zu fassen. Da vorhin irgendwie was eingesteckt, was ich wahrscheinlich nicht wirklich brauche. Genau das da. Da bewegen wir uns schon wieder am Limit, ja. Was? Congress Street Werkstatt. Okay, hier muss irgendwo noch einen Schlüssel geben, hoffe ich. Warum bin ich denn schon wieder fast tot? Was habe ich denn schon wieder gemacht? Achso, weil meine Drogen nachgelassen haben, oder was? So, 7 Liter Wasser getrunken und schon geht's uns wieder gut.
oben dürfen wir noch ein paar gefledderte Leichen finden. Irgendwas Nützliches? Drei Raketen. Immerhin, 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 immerhin. Haben wir hier noch so Schönes? Wir haben immer Angst, dass ich in eine Mine reinlatsche. Und wahrscheinlich habe ich auch schon 20.000 Sachen übersehen. Leuchtender Pilz. Zack. Oh, hier eine Werkbank. Kann ich hier... Also, ich will ja hier eigentlich gar nichts an meinen Waffen verbessern. Ich hätte gerne eine Power-Rüstungsstation. Aber das ist mir einfach nicht gegönnt. Ich würde gerne meine Rüstung reparieren. Aber es steht wieder aller Scheiß rum, nur der Dreck nicht. Ah, Schlüssel zum Heimarkt-Einkaufszentrum. Gut, dass wir den jetzt haben. Obwohl wir schon drinnen stehen. Vielleicht kriegen wir damit unten die Werkstatt auf. Ah, ist ein Schloss. Ein Safe. Und es ist ein Experten-Safe, natürlich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da reinskillen müssen, bis wir so einen Dreck überhaupt aufkriegen. Wahrscheinlich viel. Viel und lange. So, jetzt können wir ja praktisch nochmal... Wo fährt denn eigentlich der Fahrstuhl hin? Tschüss, Nick. Er fährt nach oben. Ah, da treffen welche auf die Protektoren. Sehr schön. Hat sich also doch noch gelohnt, die Scheiße aufzumachen. Sehr gut. Ja, ich hab die scheiß Türme doch noch nicht aktiviert. Einer steht genau hinter dieser Tür. Ich mach mal lieber die Tür auf. Und vorher speichere ich. Cool. Da haben sie aber schon ordentlich aufgeräumt. Das ist schön. Das bringt mir zwar weniger Erfahrungspunkte. Alter, was? Was ist denn durch? Was ist denn los mit euch? Warum? Ich habe euch freigelassen, undankbares Mistkrüppelvolk. Die finden wir schon. Nee. Nick, tu was. Mein Gott, ey, wirklich? Warum gehen die auf mich los? Fuck, 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 fuck. Schön Kreuzfeuer machen so. Super, freut mich, Wanni, dass das Stream die letzte halbe Stunde durchgelaufen ist. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut und wir sehen uns demnächst wieder, hoffe ich. Alter. Nick chillt wieder. What? Mann, 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 Nick, ganz ehrlich. Du musst ein bisschen an deinen Skills arbeiten. So wird das hier nischt. Ah, du kannst mir schon mal was abnehmen, Nick. Aufgepasst. Und zwar mein Inventar, meine Waffen, meine Kleidung. Was eigentlich? Mein Schrott, oder? 54 Blechdosen. So, warte mal, die... Wo ist denn jetzt hier? Schrott, Schrott, Schrott. Die Brillet-Fliegendrüse heimt sich mir mal lieber ein.
rote Lampe. Einen goldenen Grashüpfer. Da kriegt man einiges rein hier, muss ich sagen. Das freut mich. Ich frage mich immer noch, warum die Protektron-Viecher mich angegriffen haben, obwohl ich sie ja freigelassen habe und sie hier unten noch freundlich gesinnt waren. Oder sind es jetzt einfach andere, dass hier oben andere rumgeschawenzelt haben? Weil ich habe ja eigentlich nur zwei freigelassen. Und die sehen so aus, als wären die extra gesteuert. Mit diesem Büroterminal. Ja. Ich guck mal noch. Ich schalte erstmal die zwei Türme aus. Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Na toll. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Protektron-Steuerung. Einheiten abschalten. Das waren bestimmt die, die ich gerade zerlegt habe. Die anderen werden wieder über ein anderes Terminal gesteuert. Alter, wo denn, warum denn und wieso ich immer auf die Kleinen? Das gefällt mir gar nicht. Da hinten ist ein Safe, den werde ich mir gleich mal vorknöpfen, nachdem ich hier alles abgesucht habe. Es gibt übrigens auch eine Mod, die zum Beispiel alle Zeitschriften einfach mal grün leuchten lässt, wo ich nicht verstehe, warum man das macht. Das macht doch den Spielspaß einfach nur kaputt. Ganz ehrlich. Das muss doch nicht sein. Das ist mir dann schon zu viel ins Spielgeschehen eingreifen. Ich bin auch zu faul, ehrlich gesagt, um mich auf der Mod-Seite zu registrieren. Und spiele das Spiel lieber clean. Außerdem habe ich Angst, dass es dann noch länger lädt. Natürlich ist es ein Experten-Safe. Hier wird dir ja auch nichts geschenkt in diesem Spiel. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Noch irgendwas hier, was ich übersehen hätte können, sollen, wollen. Scheinbar nicht. Dann geht's mal weiter. Wohin nur? Nach oben. Wie komme ich da hoch? Ah ja. Es führen immer mehrere Wege nach oben. Oh, ein Ladescreen. Wie schön. Ich höre wieder das Fluggerät. Oh, es leckt schon wieder hardcore. Alter, wir sind hier auf dem Dach und es sieht aus, als wären wir in einem Garten. Guten Tag, ist hier jemand? Scheiße! Nick! Ja, daneben geschossen, natürlich. Das Wichtigste ist, dass man hart chillt. Und Nick hat schon wieder die Fühler ausgestreckt. Ja. Sieht das so aus, als ob ich keinen Schaden mache? Ich mache auch keinen Schaden. Für sowas muss man die Fatman nehmen. Und sich selber in die Luft sprengen. Ich gehe am Stock. Wo habe ich gespeichert? Aber ich möchte nur noch mal sagen, dass die Todeskralle überlebt hat. Nachdem ich sie hardcore mit der Fatman penetriert habe. Das wollte ich nicht.
Schön, ne? So ein scheiß idyllischer Garten. Denkst du dir, holla die Waldfee, super geil. Und ne. Ist einfach mal. Komm ra. Schneller, 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 scheiße. Guck mal, wie wenig Schaden die scheiß Krüppel Mistvogel Rex. Oh. Und sie lebt immer noch. Sie hat 4 Mini-Atombomben auf den Kopf gekriegt, ne? 4. Ich darf nicht mal 10 Meter dran stehen an dem Ding, wenn ich das abschieße und der. Warum auch? Wieso sollte mich da stören? Warum? Ich muss mich auf eine erhöhte Position begeben. In der Hoffnung, dass das Mistvieh da nicht hochkommt. Zum Beispiel da oben. Und vor allem schnell. Ist zu nah dran, ne? Hehe. Blöd, dass du nicht klettern kannst. Au, au. Ne, 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 Fat Man. Aber erstmal den Raketenwerfer. Hart daneben schießen, bitte. Oh. Nicht so gut. Oh, Paladin Dance. Das ist nice, dass du mir hilfst. Nee, das ist ein. Er kämpft gegen uns. Natürlich kämpft er gegen uns. Kannst du mal bitte Abstand nehmen, bitte? Nee, ist doch nicht zu fassen. Kannst du mal aufhören, so hin und her zu rennen. Bauch. Was haben wir hier überall? Ja, daneben, daneben, daneben. Ein Treffer. Really? Dieser mistige, kräftige. Schießt der wirklich? Der schießt auf uns, oder? Auf wen schießt denn der? Schießt auf die Todeskralle, Junge? Schießt auf die Todeskralle, okay. Das ist schon mal gut. Nick hat's wieder mal erwischt. Das ist nicht zu fassen, oder? Dass ich auch immer so ein scheiß Pech hab. Grüß dich, Flo. Ich schieße hier natürlich gegen die Kante. Das ist nicht. Ich darf nicht zu nah ran, sonst haut die mich mit ihrer scheiß Kralle. Er lädt auch nicht automatisch nach, ne? Er wartet erst. Bumm! Sehr gut. Aber auch schön, dass die mächtigste Waffe scheinbar so wenig Schaden macht an diesem Drecksvieh. Also, das ist schon wieder geil. Hey. Ganz grandios, muss ich sagen. Ganz grandios. Aber dafür haben wir uns Raketenwerfer und die Fatmen aufgehoben. Jetzt frage ich mich natürlich, dieser blöde Protektor. Auf wen hast du geschossen, Junge? Auf wen hast du geschossen? Hast du auf uns geschossen? Undankbares. So.
Hier war auf jeden Fall mal eine Waffenkiste. Wenn ich jetzt hier runtergehe, komme ich dann wieder raus. Und wohin führt dieser Fahrstuhl? Hallo? Und warum ist ein gottverdammter Zug in das Gebäude geknallt? Und warum komme ich hier nicht durch? Super, das wollte ich. Übelst. Das ist eine Steckdose. Wo ist der kommt man hier wieder raus? Sieht mir gerade nicht so aus. In meiner geistigen Umnachtung habe ich Gott sei Dank gespeichert. Ein Alpha kann mehr einstecken als den normalen Flo. Wirklich? Wirklich? Drei? Ich habe vorhin 4 Mini-Atombomben auf das Vieh geschossen. Und ich bin gestorben, weil ich zu nah dran stand. Und das Vieh ist nach der 4. immer noch durch die Gegend gestrauchelt. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Nehmen wir halt den Fahrstuhl. Gucken, wie weit wir damit kommen. Halt! Nein! Wie weit nach unten bitte? Ganz nach unten oder was? Ja, kriegen wir nicht auf, weil wir einfach ein Knallo sind und kein verbessertes Schloss aufkriegen. Ein Schirm. Ein Stealth Boy. Ich sehe das Prinzip, man soll einfach immer wieder hier runter, oder? Weil hier kann man auf die Ruftaste drücken. Mit dem Anzug ist easy. Easy? Ich habe mich gerade... Ich habe vergessen, wie diese großen Ogre und Orks heißen. Mit denen habe ich mich gerade geprügelt, ne? In der einen Halle, wo man diesen komischen, grölenden Grashüpfer holen soll. Dabei hat es mir beide Beine weggeklatscht fast. Die waren rot. Wie ist Nick da reingekommen? Nick, wie bist du da reingekommen? Und, wie du siehst, mir fehlen beide Arme. Ein Bein ist rot und eins fehlt auch. Und da habe ich schon die verbesserte Variante genommen. Ihr spielt wahrscheinlich alle auf dem... Oh Gott sei Dank. Ihr spielt wahrscheinlich alle auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, habe ich das Gefühl. Und nicht auf dem schwierigen. Also dem vorletzten quasi. Das mache ich nämlich. Warum denn nach unten? Ist doch gar nicht nach unten. Schon wieder zeitig ausgestiegen. Nick, verdammte Scheiße, wie bist denn? Ja, genau das wollte ich machen. Aber sieht man, dass die Rüstung schon total im Sack ist. Nick, wie bist du in diesen verdammten Zug gekommen? In diesen. Jeden welchen. Wie ist denn der hier? Will er mich verarschen? Hä? Nick told me. Ich dreh durch. Ja, zu alt, um auf höheren Schwierigkeitsgraden zu spielen. Ist klar, ist klar. Gut, da komme ich halt nicht dahin. Scheiße. Hallo. Erschrocken? Nach oben, nach unten, nach unten, nach oben, nach oben, nach unten. Der Nick immer versucht, noch in den Fahrstuhl zu kommen, es aber nicht schafft. So. Ich bin noch im Krepel, ne?
Das war mir jetzt natürlich zu einfach, muss ich zugeben. Aber es bringt mir gar nichts, ne? Ich komme da ja nicht so einfach rein. Das ist alles zu. Ist da irgendwo eine offene Luke? Ich glaube es ja fast nicht. Aber von da komme ich rein. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Okay, erst gegnerisch. Gegnerisch. Alles sauber. Warum sind die denn immer so ungemein böse? Zweifacher Schaden? Kaum Schaden gemacht. Mir scheint die Waffe ist beschissen. Reagiert er auf irgendwas allergisch? Ja, das scheint ihn auch noch weniger zu kratzen, wie ich sehe. Was haben wir noch so? Das war es eigentlich so an durchschlagskräftigen Waffen, möchte ich behaupten. Daneben geschossen. Er brutzelt schon. Und Fock. So. Jetzt ist der Wahnsinn, was mich das hier. Ich guck da in die Entfernung und hab noch 29 FPS. Ist der Wahnsinn. Tod, Marty, schließlich doch erwischt. Ich gehe erstmal in den Zug. In der Hoffnung, ich falle nicht runter. Warum man zum Teufel auch in seinem Reisekoffer eine verdammte Knochensäge mit hat? Because of reasons wahrscheinlich. Ich habe Angst, dass ich hier runterfalle. Warum hier auch so ein Protektron hier oben rennt, ne? Mir unbegreiflich, wie der hier überhaupt schon erstmal reingekommen ist. Und warum er hier durch die Gegend latscht. Obwohl es hier nichts zu beschützen gibt. Einfach mal nichts. Gar nichts. Was ist das? Ein Sprung in den Tod? Auch geil. Eine Impulsmine. Das nehmen wir doch gerne mit. Gut. Und auf einem. Warum wächst auf Metall hier irgendwas? Was stimmt nicht mit euch, Leute? Klar habe ich Saw gesehen. Aber deswegen muss man doch keine Knochensäge hier mitschleppen. Als Normalo. War ich da jetzt eigentlich durch? Ich war. Ja, ich bin eigentlich da durch. Warum sagt er dann nicht, dass es abgeschlossen ist? Warte mal, hier in der Nähe. Dahinter muss ich, um das Grab zu finden. Und irgendwo da ist auch das. Ah ne, hier hinten ist das abgestürzt. Die Frage ist, gehe ich jetzt nochmal zurück, ne? Das ist jetzt die Frage, die sich mir hier hardcore stellt. Habe ich hier noch irgendwas übersehen?